Join Dota liegt gegen die arglistigen Querulanten. Die sind, glaube ich, sind auf Platz 2 oder so, sind relativ weit oben jedenfalls, haben sich, glaube ich, bis jetzt ganz wacker geschlagen. Aber wir werden immer eingespielter und wir haben jetzt ja ein paar Mörderstrategien ausgearbeitet, mit denen wir das Spiel vertrocken. Von daher ist alles easy, hoffe ich mal. Ja. Arg. Sie haben den First Bann und auch First Pick damit. Ja, diesen Platz 2 haben 7 Wins und 3 Loses. Und vor allem haben sie uns gescoutet. Haben sie Oh shit. unsere Strat gecountert. Hat. Die Säcke. Eiskalt. Ganz anscheinend. Das ist natürlich ein bisschen schade. Die haben garantiert ein paar Mal zugeguckt. Bestimmt gerade eben auch nochmal. Threads darf man nicht zeigen öffentlich. Die Fuckers. Hauen wir sie halt anders kaputt. Na, guck, das sind alles unsere. Unsere Strats. Wollen wir gleich GG reinschreiben, oder? Ja. Das ist der Plan. Die Frage ist jetzt zum Beispiel, wenn soll ich jetzt solche Timber und Void drin lassen, dass wir auf jeden Fall einen von beiden kriegen? Oder soll ich Timber doch noch bannen? Und Haben wir First Pick? nein, sie haben First Nein. Pick. Achso. Ja, weiß nicht. Ich hab's so gemacht. Wir haben es mit Timber immer sehr schwer getan. Das stimmt. Sehr schwer Ja. getan. Mit Void zwar auch. Na, guck mal. Den Win von eben feiern halt. Ricky und Sven, ja, die haben, sag ich doch, die haben uns gescoutet, die Säcke. Soll ich Terrorblade nehmen? Jetzt schon, oder meinst du, es ist zu früh, wenn wir den spielen wollen? Geht eigentlich. Ja. 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 Okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Oracle wird es dann wahrscheinlich für dich. Okay. Jonas. War das mit Shadow Demon? Ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, damit zwei defensive Supports. Ich meinte jetzt anstatt von Oracle kann man auch noch Shadow Demon einfach reinnehmen. So defensives Oracle und sind die beiden eigentlich auch nicht. Nö, gerade mit Terrorblade ist halt Shadow Demon auch eher noch offensiv sogar als Oracle gegen. Also es geht schon mit beiden, haben man halt die Teamfight Control beim Void ziemlich alleine. Wir könnten dann immer, also wir können jetzt entweder Invoker oder immer noch Magnus spielen trotzdem, aber wahrscheinlich würde ich eher zum Invoker tendieren. Ich weiß, musst du auch gleich wissen sagen, wie du dich damit fühlst, je nachdem, was die Picks dann noch sind, Ernie. Ja. Damit den Tide, der ist auch nicht verkehrt gegen Void. Okay, sie haben Disruptor und sie haben Tide Hunter. Aha. Jo. Ich nehme einmal Slark raus. Dominik, du bist irgendwie, musst glaube ich deine Schwelle da nochmal ein bisschen erhöhen. Ja. Okay. Jetzt geht's hier nicht mehr niedriger. Nur noch um minus 10 Dezibel. Deine Schwelle, mit dem du Nicht erkannt die bist. Oh, wie heißt Lautstärke. das? Sprachaktivierung. Ja, diese Wie heißt Schwelle das? da. Ach so. Ja, stimmt, da steht minus 50. Ja. Aber das musst du erhöhen. Das ist. So erhöhen. Du machst gerade in die falsche Richtung, deswegen wird es immer Ich mach's schlimmer. in die falsche Richtung die ganze Zeit. Deswegen wird es immer schlechter und schlechter. Wie geht's Ich jetzt? würde wahrscheinlich Medusa rausnehmen. Ja, wird schon passen. Ja, Medusa habe ich auch gerade überlegt.
Ja. Gegen die Illusions gut, das mit Ulti und mit Splitshot. Hat auch Linkens. Auch noch mit, wie hieß er? Elder Titan. Ja. Sagen wäre auch Titan nervig. Besser gibt. Ich finde Medusa fast schlimmer tatsächlich. Medusa ist auch. Aber Elder Titan countert halt auch Void. Ja, klar, Elder Titan ist auch nervig. Medusa countert auch alles, sobald die Ultimate anmacht, also. Elder Titan hat's halt schneller alles. Hoffen einfach, dass die keinen Titan-Spieler haben. Pick mal selber. Wenn du den spielst? Ist der gar nicht. Ja, nee, du kannst schon mal überlegen, wegen Mitte. Ja. Was du dafür vernünftig hältst. Okay. Wir könnten schon noch den Magnus spielen, hätten wir noch den Teamfight wieder. Durchaus. Mhm. Haben zwar keine Combo jetzt, aber wir haben schon guten Schaden noch. Auch mit Shadow Demon, wir haben. Kunker wäre geil. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie. Kunker ist so, es kann klappen, es kann aber auch genauso gut so. Hm. So, ja. Vielleicht einfach Juggernaut Mitte. Fuck. Wo haben wir dann ja, haben wir zu viele Carries? Die Farm Pack wäre sogar gar ja. nicht so schlecht. Eigentlich. Pack ist ja, in der Tat nicht schlecht, ist ähnlich halt wie Magnus. Richtig also nervig, gegen Team Fight Control. Ja, jeder ist nervig. Ja, ich weiß. Storm Spirit ist in jedem nervig. Ja, dann eher Pack. Aber ich überlege nochmal. Ich schalte mal meinen Brain an. Oh, God Razor. Da ist auch Pack gut. Mm. Oder. So, dann überlegen wir mal kurz. Je nachdem, was wir jetzt hätten, wenn wir einen Teamfight. Wir nehmen Teamfight Control mit wahrscheinlich. Pack oder Magnus. Warum ist Pack gut? Wo ist er? Ja, weil er keinen Single-Target-Spell hat. Achso. Ja. So wie Oracle. Als Oracle guckt man da immer ziemlich dumm. Wenn wir Shadow Demon noch nehmen, hätten wir auch tatsächlich noch einen. Wir können noch irgendwie jemanden safen, halt. Haben zwei Saves, was gar nicht schlecht ist. Ja. Fühlst du dich denn sicher mit Shadow Demon, Simon? Ja. Ja, warte. Oder haben wir noch kurz. Andere? Wollen wir noch was? Ein hartes Able, sowas wie ein Liner, wo ist auch wieder Single? Hm. Wenn wir als Shadow Demon picken, haben wir halt fast keine Stunts, nur die Chrono. Ja. Genau, und das wäre die Mitte dann noch halt. Dass wir dann halt da noch einnehmen. Bei Shadow Demon wäre gar nicht mal so schlecht, weil man könnte dann mit Oracle die erste vor channeln. Mit Shadow Demon schnell disrupten. Das hält beide 2,5 Sekunden. Man hat in 2,5 Sekunden das Able drauf. Auf einen. Okay. Wie wär's mit Alchemist bitte? Gar nicht schlecht. Boah, hab ich letztes Mal voll verschissen. Das stimmt. Also, ich hab das überhaupt nicht. Ja, du hast da einfach übt drin. Weiß nicht. Das muss ein bisschen. Das ist ja klar, im Prinzip ist es einfach, aber man muss halt. Naja, aber man muss es schon ein paar Mal spielen einfach. Wenn so ein bisschen so ein Gefühl im Blut hat, wirklich das machen, das ist einfach. Das ist nicht wahnsinnig schwer, aber man muss einfach ein bisschen drin haben, stimmt schon. Das hast du nicht ganz, oder? Hast du? Ja, ich konnte immer recht gut, aber. Weiß nicht. Ich hab hier so eine Liste mit Timings von Miracle und so. Daher auch. Ich weiß eigentlich, wenn man genau noch den Plan spielt. Gleich alles, solange du. Naja, der Prinzip ist ja einfach nur, du gehst in die ja, Mitte, klar. Schmeißt dein Acid Spray, dann gehst du in den Jungle, schmeißt dein Acid Spray, gehst du in die Mitte, schmeißt dein Acid Spray und irgendwann bist du reich. So ungefähr. Das ist natürlich das anders, aber. Ist recht stark gegen Alchemist Mitte, oder? Eigentlich, nee, keiner kann das so vernünftig. Im Acid Spray kann kaum einer vernünftig stehen. Sondern ein Bann ja, jetzt erstmal. Ganz schön anders so viel Level. Wir nehmen wir denn raus? Überleg noch ein bisschen, wie wir mit rausnehmen. Wäre es noch extrem nervig. Ein Juggernaut ist so, ne, die Illusions, aber er kann halt einfach sein Ulti anschmeißen. Anti-Mage können wir halt gar nichts. Ja, Anti-Mage wird ziemlich schlimm. Ja, okay. Also musst du wissen, Annie, du musst das spielen und dich damit sicher fühlen. Ja, und weiß nicht, wir haben halt auch schon echt zwei Cores mit die Farm. Okay, das hast auch recht. Also, Pack oder Magnus haben wir ein bisschen zur Auswahl. Ein bisschen Teamfight-Control wollen wir schon noch ganz gerne. Batrider Mitte, kannst du den? Wer? Batrider. Razor ist aber auch nicht so gut. Gegen Tide. Gegen Batrider kannst du eigentlich jemanden die Mitte so. Ja, dann lieber Pack. Oder vielleicht. Mirana. Ich will ein bisschen Teamfight Control. Ja. Mirana braucht ja auch extrem viel Farm, wenn ja, du Arcanims farmst.
Death Prophet wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber damit bist du nicht so gut, hast gesagt, ne? Death Prophet, ja, das sind so zwei Sachen. Muss man echt, vielleicht kannst du die gezielt mal ein bisschen üben, gerade Death Prophet. Ich will den nicht üben, der ist langweilig. Ernie, ernsthaft. Der ist echt nicht so gut. Der ist gut, gerade mit Faceless Void zum Beispiel. Und gerade mit Oracle und Shadow Demon zum Beispiel. Quatsch. Natürlich, der stirbt halt nicht, der Ulti läuft ewig. Mit der Chrono ist halt der Hammer, wenn du. Übt ihr mal ein bisschen. Und Alchemist wäre auch so, diese zwei Sachen mit Death Prophet und Alchemist irgendwie, die sicher fühlst. Pack oder Magnus. Guck mal, was die noch picken und dann entscheiden wir. Aber überleg schon mal ein bisschen. Jackie Romita ging auch noch. Aber was? Das ist halt, Jackie Romita ging ja auch, aber das ist halt auch so, ne. Ja. Fragwürdig. Das kann halt auch schief gehen, weißt du? Das andere ist sicherer. Beides ist, das andere ja. ist relativ sicher. Beides. Oder irgendwie halt krank viel Damage in der Chrono. Lina. Ja, kein Teamfight Control. Mit Death Prophet auch nicht. Nee, da hast du den Silence aber und du hast einfach auch die Teamfight Präsenz tatsächlich auch in der Krone und so. Das ist wieder eine andere Synergie, die wir hier haben. Wenn Lina einfach Schaden macht, okay. Aber sonst von der Synergie her. Weiß. Mittel ist. Also überleg schon mal. Nur nicht der. Ja, würde ich fast eher sagen, Pack, oder? Ja. Ich kann schon wieder fast im Jungle anfangen. Ein. Weil es echt. Disruptor. Ja, das ist einfach so. Disruptor ist so ein. Wenn die es gut spielen, gerade auch mit einem Gyrocopter, haben die so viel Burst Damage mit einem Lion. Dann kann ich ewig erst nicht Timewalken. Und wenn ich dann doch immer Timewalken muss, werde ich geglimpst. Und dann stehe ich irgendwo scheiße. Und dann kriege ich eine Rocket Barrage und einen Hex oder einen Stun und bin tot. Ich habe Bock auf die Scheiße. Jetzt schon Hass. Ne, ich geh direkt in den Jungle, das bringt nix. Okay, sprecht euch ihr beiden mal ab, wir müssen ein bisschen gucken, gerade mit Shadow Demon und Oracle müsst ihr ein bisschen selber jetzt gucken, wer was macht und wie das, wer die 4 und die 5 ist. Das würde ich euch jetzt überlassen, weil ja, ich da mit beiden nicht so firm bin. Ja. Oracle ist MacBot. Okay, sehr gut. Ich meine, du kannst ja auch... Bot, bitch. So, dann lass mal uns ein bisschen beeilen hier. Wo ist er? Da. Wahrscheinlich fange ich mit Timewalk an, um den Damage zu negieren, oder? Oder fange ich mit Timelock an? 50 Bonus Damage, 10%, das ist Müll. Das ist 5 pro Schlag. Im Schnitt. Wahrscheinlich mache ich echt den Timewalk für um Damage. Warte einfach. Nee, ich überlege, ob ich im Jungle anfange. Achso, ja. Wahrscheinlich fange ich mit, vielleicht, das macht es sonst nicht. Da hat auch Werther drüber gesprochen. Ich gebe dir trotzdem mal ein Wort. Vielleicht kannst du bei dem wenn du vielleicht einen, Frage nur vorher warten oder so. Wenn du mit, vom Oracle, wenn du mir einen Tango geben kannst, wäre super. Jo. Danke. Ich werde die Mitte ein bisschen blocken. Ja, einblocken. Komm her mit Oracle. 30 seconds until Digital Sports. Ich hab da noch ein Wort. Na gut, dann haben wir letztens, zuletzt ganz gut zusammengespielt. Lass das mal wiederholen. Ups, die Song hier vorne. Gemacht, habe ich super gemacht. Egal, keiner gesehen. Ich habe unten an die Lane gewohnt, da spawnen die halt hinterm Tower und jetzt stand ich da vorne und stehe ganz gemütlich und plötzlich kommen die da vorne raus, die Säcke. Das sind die Plays, die uns das Spiel gewinnen. Ja, sicher. Mein Toplane ist. Ja, der will direkt jungeln. Ja. Next mal das Small Camp, sonst weg ich das Big Camp. Jo. Und wenn du Mitte Hilfe brauchst und sagst, dann komme ich. Ja. Na gut, dann sollten wir das jetzt mal vernünftig genau stacken, die Zeit nutzen. Und das Problem ist, könnt ihr auch hier vielleicht einen Ward hinstellen, wenn ihr das Camp macht. Ich gebe dir mal eben den einen Observer, weil ich brauche den nicht.
Okay, gut, geht hin. Gepult brauchst du nicht, oder? Pull trotzdem, du bist in der Lane alleine. Ja. Ganz halt pullen und stacken, jede Runde. Wir fahren da nicht. Der gerade euch einen Radiance Rush macht. Radiance ist so gut auf Terrorblade. Ich würde das normale Aquila, Dragonlance, Manta pushen. Da hab ich letztens bei Pros halt ziemlich viel. Ich stack der Large Camp nochmal. Muss man Time Walk häufiger benutzen. Einfach Bottom so viel Experience wie möglich zu kriegen. Genau, kannst du ein bisschen. Kannst du schon auch dein Leechen unten ein bisschen, genau. Hör mal dann auf zu pullen demnächst, weil dann gehe ich einfach jungeln und mit der Elo farm ich die Lane. Alles klar. Pass auf, wenn wir in der Mitte dann auch mal Hilfe brauchen. Ja, das ja, Hauptteil ist Mitte. Views. Bottom ist gerade nur der Gyro. So. Ja, okay, dann lass mal das Easy Camp, dann geh ich da gleich. Ich glaube, ich stack da doch noch eben. Ja, oder pull noch einmal. Okay. Sonst push einfach die Lane auch. Mach Druck auf den Tower mit dem Terrorblade, jetzt schon ruhig. Denn wenn sie dann reagieren, dann können wir schauen, wie wir es machen. Gehen oben zur Rune. Die kriegt er. Ich komme mal mit und purge dem dazu, was er da dran macht. Gyro fast getötet. Nice. Weggehen. So, ich muss. Oh, die haben den Ward. Die waren auch gesmoked. Ja, ich bin tot. Okay, Jared hat eine Salve weggeschmissen. Hab schon dewarded. So, müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir unsere. Das ist. Rum XP. Ja. Ich glaube, Zeit der kommen. Wir könnten eigentlich am besten in die Top-Lane pushen. Ich glaube, die kommen da mir nicht hin so schnell. Ja, Jarrah versucht dasselbe Bot. Na, jetzt kommt Zeit. Klasse. Das kannst du ja eigentlich ganz gut. Ja, so ganz abwehren kann ich es nicht. Fuck, ich bin tot. Ich krieg gerade auf Cooldown. Sorry. Shit. Okay, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir Rotations vernünftig sehen und auch zu zweit uns in der Mitte bleiben, wenn sie so viel machen, musst du halt ansagen, was boah, wir da machen halt sollen. Nice, wenn wir einen hier hätten irgendwie. Sag einfach, was du brauchst halt und dann müssen wir halt das machen. Becky Gold unten. Gold unten. Hat immer noch TP auf Cooldown. Barrow hat Tower gedeiht. Okay.
hat aber jetzt wirklich fast nichts mehr. Der Back. Bottom Tower being attacked. Your bottom tower is under it. Okay. Sollte man oben auch ein bisschen Druck auf den Tower machen, wie es der Gyro macht, dass wir einfach wirklich pushen, pullen, wenn wir XP brauchen, ansonsten halt Druck machen. In der Mitte sind wir zwei, dass wir es im Auge behalten. Komm mit Invis mal nach Bottom, mal gucken, ob wir da einen killen können. Ich hab jetzt Ulti, ich geh jetzt in Gang. Also ich hab fast kein Mana mehr. Achso, ja. Geht back, der ist fast tot. Oder? Nee, der ist er noch. Ich bin fast Level 6. Und noch ein Camp. Was kannst du machen? Also. Drei Mitte gerade wieder. Habt ihn hier. Hier ist er. Oh Gott. Okay, das war das Top. War nicht schnell genug. Okay, haben noch. Okay, insgesamt ist dann doch noch gut ausgegangen. So, hab Mana Boot ist auch. So, ich hab gleich Level 6, guck, ob ich es jetzt schon bekomme. Noch nicht, dann hole ich es mir mal unten. Ach, da kommen wir hoch. Ich hab Level 6 und eine Kill. Und noch ein bisschen und wir haben gleich 6. Gyro ist wieder bottom. Ja, Gyro ist wieder da. Raptor fehlt, Tidehunter fehlt. So, müssen wir. Ich hab Ulti ready. Ich komm top oben. Ulti. Versuch so schnell wie möglich nach top zu kommen. Komm auch nach oben. 4 oben. Ich hab Ulti ready, ich bin auf dem Weg nach oben. Wurde halt durchgehend dasselbe. Okay. Ja. Könnt ihr jetzt. Pass auf. Kannst du nach oben kommen, Ernie? Okay. Die sind noch hier, ich hab Ulti. Da kommt da lang. Ja. Brauche nicht jetzt. Gleich. Sag mal, ready mit Oracles, wir bursten können. Ja, was? Kommt mal hier entgegen, sonst werde ich gleich sterben. Ja, einmal. Rum. Okay. Die Swap ist da. Der hat weggepeat. Go. Ja, das wird was raus. Die sitzen hier am Tower. Razor fest. Sehr schön. Erstmal den Lion. Sehr schön. Ja, Razor kommt, egal. Ja, aber zwei sichere Kills ohne irgendein Turnaround-Potenzial. Das schon gepasst. Wir können oben den Tower jetzt pushen mit den Illusions. Die sind gerade zurück. Dort kriegen wir die Knight. Sehr schön. Oh fuck, bin ich dumm. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Vision behalten. Ich überlege gerade, ob ich als erstes auf den Blink-Dagger gehe. Ich glaube, das ist das Team schon. Ja, schon. Line ist da. Und dann den hier. Razor ist nach oben zur Rune. Nee, kriegt man nicht. Ich geh wieder, bitte. Ja. Und spawnt Rune. Razor hat oben die Rune genommen. Razor ist in der Mitte. Der holt es sich aber jetzt oben. Ach, sorry. Wollen wir versuchen Razor in der Mitte mit einem. Ja, aber Line ist auch da. Ja? Komm. Ist er da? Also Line war gerade ungefähr hier. Okay. Achtung, oben. Line ist oben. Zwei sind da. Ich hätte nur eine Smoke. Ich hätte eine Ulti. Wir brauchen noch eine Smoke. Drei Mitte. Okay, Gyro. Wir sind zu viel. Gucken. Gyro ist oben. Wollen wir Smoke und Bot gehen? Ja, zu dritt. Pack. Komm mal. Ich auch. Bleib du in der Mitte mal. Sollten ihn zu dritt eigentlich locker killen. Mit Disruption in der ganzen Shadow Demon Combo. Sollten sie eigentlich nicht gesehen haben. Ruf ich mal. Fang mit Disruption an. Ja. Alles klar. Man kann sein, dass er vorsichtig ist und schon zurück. Würde ich mal vermuten jetzt. Ja. Achtung, in der Mitte von der Seite kommt der Disruptor. In die Mitte, kommt in die Mitte, Jungs. Jo, 4 Sekunden noch. Sauber. Hab dich. Sehr schön.
Pass auf, er macht jetzt hier sein. Er macht gleich sein Ulti. Jetzt erwischt. Jo. Wow, es war knapp. Sehr schön. Doch, haben wir gekriegt. Besserer Trade für uns. Kriegt man noch einen? Ja, ich bin ready. Also ich kann reingehen. Ne, das war's dann nicht. Autsch, ja, das war's dann nicht. Scheiße. Ja. Oh, fuck. Nein, wenn wir versuchen sollen. Ja, von, ja, ist einfach von. Egal. Das war ein bisschen. Ja, ich konnte nicht mitkommen, ich hatte Metamorph. Ja, nutzt du halt die Zeit zum Pushen, das geht schon immer. Mal unten. Der Anfang war ganz gut. Wir müssen nächstes Mal den einen schneller killen wahrscheinlich. So, Time Dilation hätte ich zum Zeitpunkt noch nicht. Ich überlege gerade. Ich mache einen Platz. So, jetzt kannst du schon. Guck mal, dass wir den Jungle auf jeden Fall securen, dass der Terrorblade immer farmen kann. Und dann pushen wir. Sobald woanders Action ist, holst du den Tier 2 oben, okay? Das Moment. Mehr braucht man dann gar nicht. Achtung, 3 in der Mitte. Eventuell mehr. Ja, die kommen wieder Mitte. Ich habe 30 Sekunden Ulti noch auf meinem. Auf meinem. Dein ist auch da cool, auf meinem Ulti. Dein hat da gewartet, ich hab schon gewartet. Gut. 20 Sekunden noch auf meinem Ulti. Ich stacken, glaube ich, Ancients Liner Helm auf Dominator. Achtung, sind zu viert in der Mitte. Passt mal auf, Jungs. 10 Sekunden noch auf meinem Ulti. Glimpse ist down. Das ist gut. Bin ich gleich am. Kannst du in die Mitte TP'en mit Terrorblade gleich, wenn es sein muss? Ja. Okay, wenn du jetzt. Sag an, wenn du ein Ulti machst. Worden, das ist wichtig jetzt. Nein. Mit packen Ulti, dass wir sie erwischen. Ansonsten push oben, 4 in der Mitte. Sonst machen Ulti mit Pack und dann machen wir ein Go. Verdammte Creeps, ey. Sind zu 5 in der Mitte, push oben. Auf jeden Fall. Mach Illusions. Unser Fokus wäre in diesem Fall Disruptor, wenn ich den Ulti gleich raushaue. Oh shit. Ja. Kannst an die Seite. Ich hoffe, du überlebst so. Na, fuck. Ah, Gott. Jetzt. Wenn wir alle unsere Ultis verhauen jeweils. Das ist Push oben ruhig weiter, genau. Da immer solche Stacks hier. Komm! Ich hab's auch nicht rausgebracht. Disruption? Haben. Oh Gott! Gib doch nicht, ey. Hier. Achtung! Hättest du mich nicht disrupten können? Nee, ich war auch gestunt. Okay. Und es hat eine kleine. Das funktioniert nicht. Schade. Game Base, machen wir eben vorher. Also die Idee ist eigentlich natürlich, dass wir gerade auch mit Shadow Poison den Pack-Ulti, also dass sie da eine Combo rauskriegen, müssen wir mal gucken. Haben wir irgendwie alles ein bisschen verballert. Die aber auch, von daher ging es einigermaßen okay aus. Wie sieht es farmmäßig aus? Okay. Gucken wir mal, dass wir es. Manta-Style fertig bekommen. So, bis der Tide hat, es blinkt. Alle missing.
Könnt ihr oben helfen? Okay. Brauch nur noch ein bisschen. Achtung, alle. Ich kenn's nicht. Halt! Ah, fuck schon. Ja. So, jetzt scheiße. Okay, push schnell die Mitte. Oh, wenn sie jetzt gleich zusammenpushen, nehme ich einer TP in die Mitte, aber nur einer. Die vier sind nach oben. Tide kommt auch. Können töten, go. Nee, nee, back, back, back. Tide ist da. Ultimate. Ich habe mein Ulti ready. Ich bin auf dem Weg in die Mitte. Drei Mitte. Oben ist der Disruptor noch und der Disruptor Ulti ist auf Cooldown. So, wir sollten dann gleich mal smoken. Da ist der Disruptor. Ja. Da ist der Disruptor. Ist mit ich hab grad keinen Mana. Drei Mitte. Ich hab Ulti. Ja. Er hat halt keine Ulti. Alle fünf. Disruptor hat keine Ulti. So, auf die kommen, die kommen. So, wir sollten uns. Haben wir einen Smoke? Ja. Mach du. So, jetzt mal. Halt, ist da gerade relativ solo. Ja, ist ein bisschen. Ja, es ist ein Tide, das ist das Problem. Ja. Das ja die alle. Wir brauchen aber den. Wartet mal hier oben, ja. Wir brauchen auf jeden Fall. Okay, wir von hinten hier den Disruptor mit ausschalten. Jetzt will ich mal relativ schnell killen. Jetzt kommt der. Komm mal her! Slime. Hier! Disruptor schnell rausnehmen. Na komm, da gibt es doch nicht. Also da brauchen wir den Spell vom Shadow Demon, dass wir den Bonus-Damage machen. Wir hätten einfach... Ja, ich war gerade da. Ja, aber wir haben doch extra an der Ecke gewartet. Mit Smoke. Also das... Da haben wir extra an der Ecke gewartet. Um genau sowas zu machen, wenn sie sich trennen, dass wir ein, zwei schnell absammeln und wieder rausgehen. Das darf da nicht passieren. Wir haben viel zu lange gebraucht, um den Disruptor alleine zu killen. So, ab jetzt... Mal Konzentration, dass wir zusammenbleiben. Und was sagen, wenn du weggehst, ohne Not zu sagen, dass wir es wissen. So, sie pushen jetzt oben, wir pushen jetzt die Mitte schnell raus, unten pusht der Terrorblade, sind zu viert noch oben, wir sehen sie noch alle. Dann lass uns oben kämpfen. Kannst du nach oben kommen mit Tibi? Muss laufen, aber ja. Keine Ultis am Pack Ulti in 10 Sekunden. Zeit Ulti. Sie haben ja anscheinend Vision. Ja, ne, die wollen dann warten wir das mal. Ja, ist ja auch keine Zeugnis mit. Kriegen wir noch einen? Oder? Wenn wir nicht sehen, wird schwierig. Ja, aber hier haben sie keine Vision, das haben sie einfach geschmeckt. Okay, wir haben das Timing einfach genau richtig. Unten ist jetzt der Gyro alleine. Mit einem. Wir müssen halt gucken, wir müssen unsere Catches halt nutzen mit Shadow Demon oder auch mit Pack-Ulti. Wenn sie sich auftrennen, dass wir schnell reagieren. Ja, solange ich noch keine Mobility habe, ist mein Catch halt auch jetzt nicht mehr so der Gegner gegen sie. Wenn wir zusammen. Achtung, die fehlen alle. Und was baust du als nächstes? Baust du ein Veil of Discord? Oder baust du was Defensives wie ein BKB oder Yule Scepter? Veils. Okay. So, wir liegen jetzt ganz schön hinten. Wenn wir jetzt ein bisschen sehen, was sie machen und wir in der Zeit farmen können, ist das ganz okay für uns. In der Mitte ist der Razor. Der Rest fehlt gerade. Razor geht auch gerade zurück in der Mitte. Sind zu zweit mindestens unten. Ja. Razor und Tide. Zu viert gleich. Wahrscheinlich. Jetzt sind alle da fünf. Alle fünf da. Kannst du unten raus, kannst du oben pushen? Und dann pushen wir die Mitte. Ich muss das zeigen, weil ich sterbe jedes Mal, wenn die. Gyro ist immer noch unten.
vielleicht auch schon. Machen sie nicht ohne Gyro. Oh. Sind jetzt alle oben. Dann runter, Paul. Geh einfach zurück, push oben. Push oben in der Zeit. Lass den Tier 2 fallen. Im Moment können wir den nicht halten, wir sind zu schwach. Push oben, soweit es geht. Wir haben den Jungle, push oben, genau, das ist das, was wir wollen. Wahrscheinlich, wenn sie danach Richtung Roshan gehen. Komm in die Mitte. Gib ihn hoch oder weg. Ich geh weg. In die Mitte. Sind zu dritt in die Mitte. Was? Dann pusht unten die Wave raus. Genau, du machst bei der Jungle und oben genau die Geschichte, dass wir ein bisschen Farm aufholen. Einfach Moment, ist es ganz okay für uns, wenn sie uns chasen und wir es schaffen zu avoiden. Brauchen jetzt die Vision, dass wir vor allem hier oder auch von hier ihr Movement sehen, weil sie werden jetzt hier den Bereich kontrollieren mit Roshan. Oben sind sie zu dritt gewesen gerade. Wahrscheinlich wollen sie jetzt oben den Tier 2 holen. Dann konzentrieren wir uns auf den Tier unten und in der Mitte. Das sind jetzt unsere Ziele. Sie kommen hierher. Sie kommen hierher. Werden Game. Geht zurück, sonst werdet ihr geclinched. Hier ist der Lion. Ja, komm weg. Das heißt, sie sind aufgeteilt. Wir können oben verteidigen. Der Lion ist da. Racer hat einen Game. Ich gehe unten mal den Tier 1 pushen. Sie sind jetzt zu dritt in der Mitte. Ja, 4 Mitte. Komm runter. Ich glaube, die gehen auch irgendwo runter. Ich hau unten ab. Und mach als nächstes das Flatz fertig. Okay, jetzt kiten wir sie gerade ein bisschen, das läuft ganz gut. Wenn wir die Vision behalten, ist halt schwierig mit dem Gem, müssen wir gucken, dann machen wir es ganz gut. Wir haben halt recht früh einen Gem geholt, um genau das richtig zu machen, dass sie den Farmvorteil jetzt haben und uns einengen und wir nicht farmen können. Im Moment geht es ganz gut. Wir machen gerade Roshan, glaube ich. Ja, machen die. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Nee, ja, die hängen da komisch rum erstmal noch. Ja, die haben erst die Wallet. Ich hol den Tier 1 in der Mitte mal. Hab Mac. Kann in 8 Sekunden erst drücken die Base TP'en. Komme sofort. Mit. 3 Stacks hat der Gyro rum. Okay. Ja. Hier. 500 Schaden. Boah. Ah, schade. Warte noch, riskiert nichts, bevor ich da bin. Das wird dumm, also wenn wir jetzt einfach nicht zusammen sind. Blazer hat auch Guardians. Sonst fahren wir mit dem TB im Moment erstmal noch weiter. Ja, oder wir sind auf die Top-Lane unterdrückt, dann müssen die schon irgendwann gehen. Jetzt komm mit dem TB. Glimpse ist raus für ein paar Sekunden. Was? Ah, sie sind oben. Sie sind weg. Nice. Wenn wir machen Roshan jetzt. Können wir smoken? Alle weg. Kannst du noch, ja, ich bin noch einer. Das war jetzt natürlich. Bin auf dem Weg. Da ich unter Mock gesmoked habe, aber egal. Ich krieg ihn. Gleich. Da sind, die sind aufgeteilt. Hier ist der. Da. Oh, haben wir einen Tech-Chip. Nice. Yeah. Sauber. Brauch bisschen Hilfe. Sorry. Ach komm, naja, ärgerlich. Trotzdem guter Tausch. Schade, dass wir den Gem nicht bekommen haben. Ja. Aber wir kriegen unseren Farm auf dem Terror Blade. Nee, okay. Machst du den Skadi jetzt? Ja. Sehr gut. Also auf Terror Blade meine ich. Dachte auf Puck. Dachte ich auch. Was haben wir
haben jetzt ziemlich schnell noch und dann haben wir guten Teamfight. Guten Push. Wenn wir dann einen Teamfight gewinnen, können wir so schnell pushen. Oh. Ja, scheiße, den Gem nicht behalten haben. Ärgerlich. Ja, aber wir haben dieses Tweak vom Häuser zerstört. Ja, das war schon alles ganz gut insgesamt. Haben wir schon gut gemacht. Achtung jetzt. Oben ist der Disruptor. Ich habe Ulti aber erst in 40 Sekunden. Wenn wir sie nächstes Mal eingekillt haben und rausgepusht, dann sollten wir schnell Roshan machen. So, wenn wir sehen, dass sie weg-TP'd sind, solche Geschichten, das lief ganz gut. So, alle missing im Moment. Hattest du hier oben schon... Sie sind aufgesplittet, push mal oben die Lane raus, bitte jetzt. Die sind unten und Mitte, dass sie auf jeden Fall oben die Lane rauspushen mit Terror Blade Illusions. Die sind hier unten. Zu viert. Wenn wir oben die Lane gepusht halten, ist das gut für uns. Im Moment können sie nicht so viel machen. Pass mal auf, dass ihr jetzt hier nicht erwischt werdet. Die waren unten eben, die waren alle in dem Bereich. Ja, ja, die werden jetzt zu wenig Rush gehen. Das kann gut sein, aber dann sollten wir, wenn es wirklich so ist, ist nicht dabei, noch nicht. Müssen wir damit leben gerade. Ich versuche die Mitte ein bisschen rauszupushen. Selbst wenn wir jetzt irgendwann erwischt werden beim Split-Pushen, ist das einigermaßen okay, solange es nicht der Terrorblade ist. Kannst du ein bisschen aggressiver oben pushen, bitte? Sind alle unten. Wir müssen mal Verteidigung vorbereiten. Ich habe einen TP ready. Ich auch. Deswegen, wir müssen oben vor allem aggressiv jetzt pushen. Gucken wir mit Shadowpoison ein bisschen sie zurückzahlen. Sind jetzt missing. Sind noch unten. Sind alle unten. TP schon mal. Ja. Kommst du mit Terrorblade jetzt? Weil du bist nicht lange noch in der Base. Danke. Seid ready, wir haben alles. Mach Ghost, sobald ich eine gute. Ja, wenn du 2-3 erwischt und dann machen wir es mit Shadow. Eisen, gucken. Hätte weiter pushen sollen. Können wir smoken? Können wir smoken? Ja. Und dann hier lang. Ja. Kommt. Wir können halt easy really. Jetzt wartet easy. Noch. Ja, jetzt wartet noch. So, Sie sehen. Wartet noch hier. Die gleich One ist er, ne? Nee. Ja, das hat. Oben pusht die Wave noch. Wenn wir sehen, dass einer hoch-TP'd, bleibt man noch hier. Da willst du wirklich keine hoch-TP'en, wenn der Terrorbild nicht da ist. Denke ich mal. Glaube ich auch. Aber wenn ja, dann go. Ja, einer ist oben. Go. Kommt hier zusammen, schnell. Ja, der Rest ist jetzt auch weg. Ja, es kann sein, aber es kann sein, dass ich noch erwischen. Kommt, hinterher. Weiter. Dann einfach, oder? Ja, Roshan, schnell. Go. Oh, rein zu Roshan, ja. Sehr schön. Roshan brauchen wir ganz dringend. Warte, bist du da? Ja. Sie könnten jetzt kommen. Passiere ich mal mit Pack vor allem draußen. Ja. Da ist Waze zumindest. Das war's. Ich bleib hier oben. Teil hat sich reingeblinkt. Teil ist da. Ja, Achtung. Geht mal erstmal weg. Push mal schnell die Mitte mit ein paar Illusions. Mach mal Druck, dass sie jetzt nicht viel Zeit haben, da rumzugammeln. Bleib mit Oracle auch weiter hinten, dass wir auf jeden Fall die Saves haben auf mir. Razor mit Pit. Ja, genau. Push weiter die Mitte. Macht ab und zu Shadow Poison einfach rein. Okay. Genau, wir stacken schön Shadow Poison hoch, das ist super. Mit deinem Poison ist bloß nicht Rush. Schick weiter die Illusions in die Mitte, genau. Seid ihr ready? Ja. Ich glaube, da ist ein Laufen. Okay, sie haben mich. Sauber, sehr schön. Kämpft weiter, Jungs, sehr gut. Richtig schön, Jungs.
Bei Gem? Ja, nice. Direkt bottom. Direkt bottom. Ja. Ich nehme den einfach hin. Sehr sauber gespielt. Schon rausgeholt. Ich glaube, ja, den Hochschaden Lasted habe ich auch bekommen. Ja. Der Gyro hat sein Leben dafür gegeben. Macht. Ja, sie waren halt so greedy, sie wollten unbedingt da rutschen, das hat echt gut funktioniert, schön auch ganz geduldig gespielt. Sehr, sehr nice. Ich überlege echt, ob ich erst einen BKB hole. Mach gleich mal mit Shadow Demon Illusion vom Terrorblade beim nächsten Tower, dann packen wir damit. Ulti in 7 Sekunden. Raus hier, einfach. Wenn ihr einen verliert, ist okay. Dann ist es halt so. Ja. Scheiße. Achso. Ja, dann. Doch nicht so gut. Hätte ich mir drauf achten sollen. So, jetzt hatten wir die. Wir haben immer noch das Aegis of Puck. Und wir haben alle Tier 2s inzwischen. Das ist richtig gut. Ich würde sagen, vom Gold liegen wir auch gar nicht mehr hinten. Nee, ich glaube, der Fight hat uns jetzt nämlich nur vollgerissen. Einmal das, weil wir so weit hinten lagen. Und wir haben halt auch auf dem Terrorblade richtig gut gefarmt die ganze Zeit. Wir haben eine Zeit lang richtig gut evaded. Wir müssen überlegen, was wir als nächstes kaufen. Ich gehe aufs Aghanims. Also auf den kurzen Kurs. Dann sind alle missing übrigens. Na gut, ich bin mit der Razor. Aghanims oder Lincolns, gar nicht sicher. Oder Shiva's Guard. Also ich geh schon Lotus Orb. Hab das jetzt, falls du... Doch, immer. Weiß nicht, Aghanims ist gar nicht so stark in dem Game. Oh fuck. Höchstens gegen Gyro, weil der sich BKB holt. Vielleicht noch. Das ist okay, so, weil es halt, wenn sie halt gestunt werden, dann halt für ewig, 4,5 Sekunden. Das kann man halt dann vielleicht mit TB forcen, wenn er ein BKB hat. Dass er einfach kämpft durch alles durch. Das ist mir halt relativ wurscht dann. Wir müssen halt gucken, dass Oracle und Shadow Demon, gerade jetzt der TB überlebt lang genug, wir müssen mit Oracle und Shadow Demon hinten bleiben, ja, dass wir ihn dann einfach safen können, wenn es knapp wird. Ansonsten haben wir eigentlich keine großen Probleme gerade. Shadow Demon hat genug DPS. Terrorblade hat genug DPS. Egal, ich mach Linkens. Das finde ich am schwächsten, ehrlich gesagt. Weil wenn eher BKB, weil Linkens, das ist so viele Spells, das bringt dir kaum was. Dann mach eher BKB oder mach was Offensives. Eins von beiden. Kannst du gerne selber entscheiden, aber nicht Lincolns. Ich glaube, für GB finde ich auch nicht schlecht. Kann mal ein bisschen offensiver sein und muss halt. Shivas ist auch stark, auf jeden Fall. Mit deinem Ulti Shivas und dann gehen wir hinterher. Ja. So, wir haben keinen Gem mehr. Wir können jetzt nochmal gleich. Smoke. Ja, wenn die Lanes gepusht sind. Wir haben Aegis immer noch. Wie lange hält das noch? Weiß ich nicht, ungefähr. Ja, wir timen aber keine Zeit. Keine Ahnung. Die sind alle missing übrigens gerade. Kommt mal zurück gerade. Und dann könnten wir wirklich mal smoken oben. Passt mal auf in der Mitte, dass ihr jetzt nicht erwischt werdet, bevor wir smoken. Und oben ist der Tide. Dann trefft, lass uns mal hier treffen und smoken. Kommst du? Dominik? Wir sind aufgesplittet gerade. Wir machen das Camp eben noch. Oben ist der Tide. So, Smoke und hier lang. Da kommen wir auf den Tide. Warte mal kurz hier. Jetzt nicht gerade in die Reihen laufen. Hier lang. Oben, sauber der Lion. Würde fast reichen, um dann einfach zu pushen. Hier, Tide. Hier, ich hab zwei. Wir sind hier. Dauert ein bisschen. Ja, jetzt passt auf, dass der Terrorblade auf jeden Fall sein. Haltet euch am Leben. Ging nicht. Egal. Nein, die Ex ist gerade aus. Wegen deinem Mech. Sorry.
gehofft hat, würde noch passieren. So, 42, 24 Schaden gestohlen, ja, das ist bitter. Ja, da machst du nicht wirklich vorbei. Wow. Na, ich habe jetzt Shivas halt. Okay. I'm not ready. Ben. Wir sind total gesund worden durch Static Storm. Du warst dann eine in der Kono. Ja. Ja, das war das bisschen. Das war blöd. Blazer hat eine AC. Ich dachte, wir gehen den Disruptor dann schnell. Ich wollte es auch nicht so schnell auf den Tide, das ist halt irgendwie blöd, hätte ich es auf den Tide machen sollen. So wenigstens. Chrono. Ich glaube, Tide ist das beste Ziel, weil er der einzige ist neben Disruptor. Also, er ist eigentlich der einzige, der uns total disablen kann. Disruptor, da kann man ja trotzdem draufhauen. Okay. Ja, habe ich gezögert und war echt nicht sicher. Also, mache ich es, mache ich nicht. War da echt nicht. Okay, jetzt ist von der Mythics knapp abgelaufen. Halten aber den Timer von Roshan im Blick. Split pushen und haben wir den Gem verloren? Nicht noch? Wir hatten gar keinen. Wir hatten keinen. Hä? Der Titan hat den. Als wir vorhin von hier unten wieder zurückgegangen sind, bin ich gestorben. Den dabei verloren. Ah, okay, du hast den, das wusste ich nicht. Okay, oben ist gerade der Tide. In der Mitte Razor. Dass wir die Lanes rauspushen und wieder Roshan machen. Ich brauche jetzt mal Level 16. Dann hätte ich noch eine halbe Sekunde länger. Wenn ich es auf den Tide mache, müssen wir ihn halt dann auch schnell genug killen. Also wissen's, aber mit, wenn der TB draußen steht, geht's eigentlich. Okay, oben pushen. Du bist da unten. Hier hat er, glaube ich, gerade gewardet oder dewardet. Na, da ist er mit dem Gem. Halbes Level noch bis 16. Alle missing gerade. Unten ist der Gyro. Ja, ich wollte nur einen Elo machen. Meinte nicht dich. Doch nicht geblockt. Wir sind zu dritt in der Mitte. Ich gehe mal nach unten. Ich will endlich mein Level 16 bekommen. Das ist. Hole gleich einfach der Turm. So, wenn jetzt die Lanes rauspushen, Roshan müsste, jetzt könnte ich schon wieder ab sein. Ist jetzt knapp 8-9 Minuten her. Ja, mal kurz. Ne, ist noch nicht ab. So. Will ich mir das Level hier unten mal lassen? Ich brauch Level 16. Bleib mit der Elo kurz stehen. Ich will mehr Elos machen. Ich hab die. Dann schick sie ein bisschen in die Lane, ja. Ich mach mal die Ancients noch und dann hab ich's bald, meine Herren. Hofft einfach im Turm. Sie sind oben zu zweit, pusht mal die mit raus. Checkt mal Roshan jetzt. Immer noch nicht, das kann doch nicht sein. Was haben wir manchmal für ein Pech mit dem... Hier ist ein Double Damage. Double Damage. Ja, oben sind wir zu spät, pusht Mitte und unten. Könnte Double Damage nehmen und hoch. Bleib mal hier beim Double Damage. Guck mal nochmal nach Roshan. Er spawnt nicht. Ist Wahnsinn. Weil es vorhin abgelaufen war, was soll denn das? Sind alle missing, die könnten jetzt zu Roshan kommen, weil sie halt was checken wollen. Okay, sind in der Mitte. Wie gesagt, lass mir bitte die XP für Level 16. Hol einfach der Turm. Hast du mir noch keiner geholt. Das wäre doch zu einfach. Ja.
Kann ich ja nicht wissen. Oh, ich glaube, haben jetzt auch Buyback sparen. Gott, jetzt der Turm so. Nein, ich hab's jetzt ja. Jetzt fehlt mir nur noch irgendwie ein Creep oder so. Ja. Dann nimm ich das jetzt. Auch nicht verkehrt. Exakt. Okay. Jetzt können sie gesmoked sein. Jetzt in der Mitte der Razen. Soll ich einen Gem kaufen? Ja, sie haben einen. Kauf ruhig einen. Wenn sie ihn verlieren, ja, ist es nur halber Schaden. Ey, ist... Ah, jetzt ist das gespawnt. Dachte schon, okay. Unten pusht die Lane ganz gut. Oben pusht sie auch. Dann seid mal... pusht die Mitte noch raus. Dann seid mal ready. Achtung. Bin auf dem Weg. TP. Sind alle da. Dann push oben, push oben weiter. Solange wir sie in der Mitte sehen. Seid vorsichtig, hier, wenn wir keine Vision haben. Ja, mache ich nichts, was BK... Nein. Gegen BKB haben sie nichts. Okay, sie sind gerade nach oben TP'd. Line. Ja, Roshan, go, go, go. Kommst du sofort runter? Mit Terror Blade jetzt, sofort. Müssen so schnell wie möglich machen. Jetzt haben wir auch ordentlich Damage, es geht ziemlich schnell down. Schick die Illusions noch genau rum und los geht's. Los mit ihnen. Wenn jetzt kommen. Kannst du mal ranged machen mit dem Damage. Mach schneller. Wir fighten gleich eh. Ja, mach schon mal die ranged Form an, genau. Ich werde da reingehen, ich werde hinten auf die Backline gehen. Mit meinem Ulti. Ja. Seid ready. Brauch hier Hilfe, ich habe keinen Damage mehr sonst. Ich halte gerade den Tide raus. Sauber, läuft. Sehr schön. Leider. Okay, hat sich noch gekillt. Ja, ja. Sehr gut. Autsch. Ich kann noch fighten. Ich kaufe mich zurück. Ich komme. Wir wollen auf jeden Fall den Kill und den Rohstand machen. Komm wieder. Er hat so viel. Mach's nicht, ne? Gib mir raus. Nein! Was nicht mehr? So. Geh weg. War ein bisschen blöd mit der Krone, die war ganz woanders. Und ich habe aber hinten die Backline erwischt, das hat schon gepasst, da konnten sie nichts mehr machen. Aber Gyrocopter und Razer haben mir halt Faden geraubt und mich die ganze Zeit. Ja, dann Butterfly. Alter! Auf deiner Seite. Und Blink, nice. Ah ja. Ey! Ich hab wie oft dreimal gemisst von irgendwie 6 Schlägen, das ist doch Schwachsinn. Ja, es war nicht ganz. Ja, ich hab hinten halt auf jeden Fall die Backlines zwischen zu versucht, das war das Wichtige, dass sie auch nichts weiter machen. Linkens auf Terrorblade? Fragezeichen. Nee, wenn. Warum jetzt noch ein Linkens? Gegen den Razer, weil der geht ja, immer auf. Vielleicht sollen wir versuchen, wenn es möglich ist, Razer in die Krone zu kriegen, okay, dass Terrorblade den schnell wegmachen kann. Ja, weil. Okay, also eigentlich ist der Fight jetzt gerade nur gescheitert, weil wirklich Dominik nicht draufhauen konnte, weil er kein Damage mehr hatte. Ja, ja, deswegen. Wenn Razer in der Krone ist, kann er nicht mehr Schaden stehen. Krone, wir wissen, wie ich meine. Ja gut, wenn wir BKB, jetzt sieht es eh ein bisschen anders aus, als wo wir BKB haben an ihm. Dann gehe ich eher auf Gyro und Razer, genau, Gyro und Razer. Und dann kämpfen wir mit BKB halt durch. Ich habe, wenn ich respawne, mein Ulti wieder. Seid ihr ready, dann in der Mitte zu kämpfen? Ich muss noch eben gleich kurz meinen Mana voll machen. Okay, ich hab auch Ulti. Ready. Okay, ich bin da mit Ulti. Nice. Challenge Mob Razer. Danke. Bin ich nicht raus. Sorry, kann mich nicht mehr. Ja, passt schon. Ich bin nicht so wichtig, wenn ich mein Ulti raus habe. Sehr schön. Nice.
Go, Chester. Kann leider nicht passen. Hier. Invis? Da oben ist er. Ich komme. Ja, beide TPs gecancelt. Hallo? Ja. Ich bin on my way. Oh, warte, ne Kombo. Das war ein sehr geiler Fight. Ja. Ja, ihr habt recht gehabt, ich hab die falschen Ziele gewählt bei den Voids. Den Kronos davor. Oder push die Mitte, push die Mitte. Vier tot. Wenn du beide Creeps zu holen. Und wenn ich halt jetzt so Gyro und Razor bekomme, kommt halt kein Damage raus. Und da wir die BKBs haben, ist der Tide und Disruptor und so relativ wurscht. Hatten die noch Cooldown auf Tide Turbage? Ja, das wahrscheinlich. Kann gut sein. Nutzt, ja. Natürlich ein bisschen einfacher, wenn sie keine Doppel-Ravage haben. Okay, jetzt einfach schön mit Manta-Style alles raus. 20 Sekunden. Nutzt dein Manta-Style noch. Ravage kommt 20 Sekunden. Geht raus einfach. Oder teile sie dann. Geh auf die Ranged, Brax noch. Na gut, ist ja egal. Jetzt sollten wir hier Warden vor Roshan. Sie haben jo, zwei Buybacks. Ja. Ja, Frage nehmen's. Alles klar. Ich brauche eigentlich ein BKB danach, wo. Genau, wenn wir jetzt geschickt worden, die Lanes ein bisschen rauspushen, Roshan holen, sieht das sehr gut aus für uns mit den Buybacks. Und ich werde jetzt immer Razor und Gyro fokussen mit der Chrono. Und dann halt besser mit BKB die Kämpfe so gewinnen. Push oben ein bisschen raus mit der Illusion, auch mit Terrorblade Illusions, dass sie dann unter Druck sind. Und dann warten wir auf eine gute Gelegenheit für Roshan. Men sind alle missing. Sind in unserem Jungle, wie es aussieht. Zwei Achtung, Mitte, zwei im Jungle. Die sind hier, die sind alle hier. Ich hab Buyback jetzt. Push oben weiter raus. Die sind alle hier. User joined your channel. So. Gut. Jetzt Hallo. Sind sie gerade missing. Sie sind in der Mitte. Bist du ready? Yes, mit Terrorblade? Okay, ich bin ready. Sie wollen es jetzt. Also Terrorblade. Ja. Komm mit Terrorblade, komm. Ja. Hab Link jetzt hier gebrochen auf dem Gyro. Mhm. Gyro ist hab ihn so. In der Ulti. Ja. Passt auf einfach. Wenn sie sich zurückziehen, machen wir sofort einen Smoke und gehen hinterher. Ja. Ja, also wenn halt. Das ist halt nur wirklich, wenn sie ein bisschen das Gefühl hat. Ansonsten warten wir hier, dass ich Gyro und... Gyro Lincoln's gebrochen? Passt auf da hinten. Vor allem mit Shadow Demon und Orc. Ja. Achtung, kommt noch eins. Oh nein, das kann ich safe. Nice. Fuck, ich bin top. Oh shit. Ich hab Buyback gemacht. Ja. Kann leider nicht. Razor ist amplified. Sauber, den kriegen wir. Go, go, go. Nice. Razor. Ja, Razor. Nice, noch. Ich heb den Gem auf. Wir pushen out. Okay. Ja, mach hoch, ich oben müssen, ist gut. Auch hoch. Razor, kein Buyback. Sehr schön. Nice, Jungs. Zeit hat sich Buyback, aber du machst kein Ulti. Ja. Das ist Titanic. Passt. Oh shit. Okay, ich versuche die Midlane rauszupushen. Ich kann nicht mehr. Der Ball weg. Sehr gut. Alles gut. Nimm mir mal die Smoke auf dem Problem. Wir müssen jetzt aufpassen, komm Mitte. Wir sollen jetzt 80 Sekunden probieren, ohne Buyback das zu verteidigen. Ja, ich hab Ulti noch ready. Mal, wir haben noch Glyphe. Das ist die Smoke, die sind alle missing. Ah ne, da sind sie. Die Lanes sind reingepusht. Und alle Lanes sind reingepusht, das sollten wir eigentlich locker schaffen. Puh. Wenn ich aber so wieder in der Krone erwische, dann passt das eigentlich. Warte, ich mit dem BKB.
Schaden ist immer noch ab, oder? Ja. Ja. Soll ich den Gem behalten, gerade mal zum Divon für eine Runde? Ich brauche einen Gem. Du hast einen? Ich brauche einen Gem, ja. Okay. Jemand einen Raindrop? Ja, nee, das war meiner. Zerstören. Mein Freund noch. Okay, die, super, die obere Lane pusht, wenn wir jetzt unten und Mitte ein bisschen reinpushen, holen wir uns Roshan fertig. Und dann sieht's richtig gut aus. Schau mal, dass wir vielleicht hier nochmal Smoke und ein paar Wards unterbringen. Dass wir halt dann genau sehen, wann wir Roshan gut machen können. Das ist halt das Wichtige jetzt eigentlich, gar nicht so sehr sonst für irgendwelche anderen Geschichten. Haben wir einen Smoke gerade hier? Ja. Dann macht man, kommt man mit hier oben lang, pass mal auf, dass wir nicht erwischt werden und setzt da ein paar Wards, wie gesagt, wie gesehen, ihr Movement sehen. Ich würde jetzt nicht hier so knapp vorbeigehen, sondern eher oben lang. Ah, okay, da sind sie. Ah, ja, die wollen alle Roshan contesten. Ja, das passt doch. Ich hab dann wardet hier. Achtung, passt auf in der Mitte. Ja. Die sind da noch gewesen. Nur ein bisschen Druck gemacht. Gut. Die könnten in Roshan drin sein, Kat. Dann schaut mal mit Shadow Demon. Versuch, so schnell wie möglich zu kommen. Egal, ich mach einfach ab. Ne, ist nicht. Sind sie nicht? Okay, dann push jetzt mit Illusions die Mitte raus. Und sobald wir sie sehen, machen wir gar unten sind zwei. Das reicht noch nicht ganz. Dann wir mal eine Illusion. Oben pusht schon allein, das sieht gut aus. Sobald jetzt, sie müssen oben verteidigen. Ja, besser die Illusion, als wenn Terrorblade da drin steht. Naja, ich hätte Vorstuff. So, unten die Wave rauspushen. Aber vorsichtig, sind alle missing. Keiner verteidigt oben. Und die sind da rein in den Rushpit. Jetzt machen eine Illusion noch und dann rein in den Rushpit. Na ja, jetzt komme ich wieder. Ja, nimm du mal. Ja, danke, dann habe ich Buyback. Wer nimmt die? Soll ich es nehmen? Ja. Wenn ich ein bisschen aggressiver reingehen, du musst vielleicht auch gar nicht die Krone einfach nehmen, die baiten, ein paar Spells baiten. Ja, drop lieber deinen Talon. Wir nehmen die TPs wieder. Ich nehme schnell die Invis. Dann schon den Roshan fertig machen. Ja, Achtung, Razor Invis, Razor Invis, Leute, Razor Invis. Könnt ihr ihn retten? Nice. Okay, das ist bitter. Ich war noch. Aber mein Ult. Sehr nice. Hier ist ein Gem. Ich muss mit ihm ein bisschen hinten stehen hier. Nice. Sein schon Jaschige. Kaputt gemacht. Ups. Sehr schön, der kommt nochmal. Ich werde den gleich Attack disablen. Er ist amplified. Sehr schön. Nice. Hier ist ein Ward. Kein Buyback auf Gyro. Und die Mitte. Der hat auch nochmal 4000 Gold verloren. Wegen Sension Yasha hat er getroffen. Nein! Hit den Ward! Ja. Nice. Hilde, meine Attacke. Da lang. Der TP-Safe war nice. Letzten Moment. Ungefähr 10 Leben. Dann wieder voll. War geplant. Einfach alles geplant. Thunder. Ich hab Ulti ready. Ich werd gleich auf Razor und auf. Nice. Ey, ich schicke ihn noch an dem Rand von dem Scheiß, ey. Brauche ich nicht mal an der Stelle. Schön. Was? Sehr schön. Nice. Okay, da haben wir das taktisch schön gespielt. Game. Nachdem wir zurücklagen, haben wir das gut gemacht, die schön ja, bisschen rumgeschickt und den Farm auf dem Terrorblade sichergestellt und ein paar auch dann
gute strategische Entscheidung getroffen, dass wir dann Roshan jeweils machen konnten. Nice, echt gut rausgespielt. Gar nicht so ein killreiches Spiel insgesamt. Lass uns doch mal den Saving-Stream angucken. Aber das war schön. Oh Mann. Aber ich weiß irgendwie nicht. Ja? Ether nennt's.